Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Falls ihr uns noch nicht kennen solltet, mein Name ist Marie. Mein Name ist Jan. Und in diesem Video verraten wir euch 10 Highlights entlang Australiens Ostküste, die ihr auf gar keinen Fall verpassen dürft, und zwar auf der Strecke von Sydney nach Cairns. Falls ihr neu auf diesem Kanal seid und die nächsten Reiseguides nicht verpassen wollt, dann würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns unten kostenlos abonniert und aktiviert auf jeden Fall die Glocke, dann verpasst ihr keine zukünftigen Videos. Vorweg, für die ganzen Highlights braucht ihr nicht unbedingt einen 4-Wheel-Drive. Für die meisten Sachen reicht auch einfach ein Auto oder ein Van aus. Und zur besten Reisezeit, die ist zwischen Mai bis Oktober. Es kann sein, dass es im Süden dann noch etwas kälter ist. Dafür ist es im Norden dann nicht so schwül, sondern eher angenehm. Und die Highlights, die wir euch jetzt vorstellen, sind geografisch geordnet. Also wir fangen unten an und arbeiten uns dann nach oben ab. Das allererste Highlight, das ihr auf keinen Fall verpassen solltet, ist der Boodooree National Park. Der befindet sich südlich von Sydney und dort erwarten euch wunderschöne Strände und türkisblaues Wasser. Der schönste Strand des Nationalparks und einer der schönsten Strände in Australien befindet sich in der Jervis Bay und heißt Hyams Beach. Übrigens hatten wir damals gelesen, dass der Hyams Beach im Guinness Buch der Rekorde als Strand mit dem weißesten Sand gilt. Außerdem könnt ihr im Boodooree National Park auch campen. Die meisten Campingplätze sind allerdings zur Hochsaison schnell ausgebucht. Das nächste Highlight sind die Figure 8 Pools im Royal National Park, welche sich auch unter Sydney befinden. Und um dorthin zu kommen, müsst ihr ca. 6 Kilometer wandern. Noch ein wichtiger Hinweis für euch, die Pools dürfen auf jeden Fall nur bei Ebbe besucht werden, weil es sonst zu gefährlich ist. Weiter geht es mit den Blue Mountains und die Blue Mountains befinden sich direkt neben Sydney. Dort erwarten euch eindrucksvolle Schluchten, atemberaubende Aussichten und einmalige Felsformationen. Und außerdem haben wir noch einen richtigen Geheimtipp für euch. Das Video dazu verlinken wir euch hier oben. Unser nächstes Highlight ist der Grey Cliff Campingplatz. Er befindet sich im Jurageer National Park und liegt direkt am Strand. Wenn ihr direkt am Strand übernachten wollt, ein Lagerfeuer machen wollt oder von ganz vielen Kängurus umgeben sein wollt, müsst ihr unbedingt dorthin. Wir waren damals mit unseren Eltern dort, also zu der Zeit, als sie uns in Australien besucht haben. Und da noch als Tipp, fahrt unbedingt früh genug dorthin, wenn ihr dort einen Stellplatz haben wollt. Weil bei uns war es damals so, ich glaube, wir waren gegen 16 Uhr oder so da und haben kaum noch einen Stellplatz bekommen. Also seid am besten schon um 13 Uhr oder am besten noch früher dort. Weiter geht es mit der größten Sandinsel der Welt. Und diese kennen wahrscheinlich alle von euch oder die meisten von euch. Sie heißt Fraser Island und wir müssen sagen, die Insel ist wirklich geil. Wir haben damals eine Tour mit unseren Eltern gemacht, würden euch allerdings empfehlen, mit dem eigenen Auto die Insel zu erkunden. Ihr braucht dafür einen 4-Wheel-Drive, also einen Geländewagen und eine Permit, die ihr vorher beantragen müsst. Außerdem ist es wichtig, dass ihr euch die Stellplätze auf den Campingplätzen vorher reserviert, weil die Stellplätze immer schnell ausgebucht sind. Um die komplette Insel zu erkunden, würden wir euch so 2 bis 4 Tage empfehlen. Wir hatten damals eine Tagestour mit unseren Eltern gemacht und deswegen haben wir leider nicht alles gesehen von der Insel. Und ganz wichtig, unterschätzt diese Insel nicht. Die ist echt nicht ohne und wenn ihr da mit dem eigenen Auto hinfahrt, informiert euch vorher genau, worauf man beim Offroad-Fahren genau achten muss. Wenn ihr jetzt sagt, die Insel ist mir etwas zu touristisch und ich möchte sie vielleicht nicht sehen, haben wir noch eine Alternative für euch. Und zwar Bribie Island. Das ist auch eine Sandinsel und sie liegt etwa 70 Kilometer nördlich von Brisbane. Sie ist zwar nicht so berühmt wie Fraser Island, aber trotzdem kann man da genauso viel Spaß haben. Und weiter geht es mit den Whitsundays. Die Whitsundays sind genauso bekannt wie Fraser Island und dort erwartet euch türkisblaues Wasser und weißer Sandstrand. Die meisten Touris buchen einen mehrtägigen Segeltrip, um die Whitsundays zu erleben. Wir haben uns allerdings damals für eine Tagestour entschieden, unter anderem auch, weil ich sehr, sehr, sehr schnell seekrank werde. Und das Video dazu verlinken wir euch einfach mal hier oben. Und noch so als unser persönliches Fazit, wir fanden die Whitsundays sehr, sehr schön und haben auch die Tagestour sehr genossen. Aber für uns persönlich hat irgendwie so eine Tagestour gereicht und es gab da, also die Strände waren schon schön, aber wir würden behaupten, wenn man ganz Australien gesehen hat, gibt es auch noch schönere Strände. Das nächste Highlight ist der Cape Hillsborough Beach und der ist jetzt nicht so bekannt, aber trotzdem ein Highlight. Das Besondere an diesem Strand ist, dass ihr zum Sonnenaufgang dort Kängurus direkt am Strand erleben könnt. Also falls ihr es nicht zum berühmten Lucky Bay Strand schaffen solltet, ist das eine gute Alternative für euch. Weiter geht es mit der Insel Magnetic Island, eine Insel, die vor der Küste von Townsville liegt. Und wenn ihr es liebt zu wandern, zu schnorcheln oder Koalas in freier Wildbahn sehen wollt, eignet sich diese Insel perfekt für euch. Wir mussten die Insel aus Zeitgründen damals leider skippen, wären dort aber sehr gerne gewesen, deswegen vielleicht habt ihr die Gelegenheit dorthin zu fahren und dann nutzt sie auch, weil wir haben bisher nur Gutes von der Insel gehört und waren damals sehr, sehr enttäuscht, dass wir nicht dort waren. Das nächste Highlight sind die Esserton Tablelands, welche sich in der Nähe von Cairns befinden. Dort ist es übrigens nicht so tropisch wie in Cairns, dafür etwas kühler und dort erwarten euch unglaublich schöne Wasserfälle, Regenwälder und noch vieles mehr. Und noch als kleiner Tipp für euch, die Gegend ist bekannt für ihre Obstplantagen und dort könnt ihr am Straßenrand meistens günstig Obst kaufen.
Unsere letzten Highlights sind das Cape Tribulation und der Daintree Forest, welche sich beide über Cairns befinden. Hier trifft der älteste Regenwald der Welt auf das größte Korallenriff. Die große Besonderheit des Regenwaldes ist, dass er direkt bis an das Meer reicht. Also tropischer Urwald stößt direkt an unbebauten, langen weißen Sandstrand. Wer eine einzigartige Flora und Fauna, weiße Strände und schöne Aussichten erleben will, muss unbedingt dorthin. Eine ganz, ganz große Bitte noch an euch, wenn ihr dort unterwegs seid, bitte, bitte, bitte achtet auf die ganzen Warnhinweise bzw. die Hinweisschilder. Wenn dort steht, dass dort Krokodile im Meer sind, geht dort bitte nicht baden, denn dort in der Gegend gibt es ganz viele Krokodile. Und uns wurde bei einer Tour erzählt, dass dort die meisten Menschen, die bei Krokodilangriffen gestorben sind, Deutsche waren, weil sie auch die Warnhinweise nicht wahrgenommen haben. Also bitte, bitte begeht diesen Fehler nicht und riskiert nicht euer Leben. Wie ihr gesehen habt, haben wir keine Städte genannt. Und das haben wir bewusst gemacht, weil wir immer die natürlichen Highlights bevorzugen. Und die ganzen Städte wie Cairns, Sydney oder Brisbane, die sind alle sehenswert, aber die meisten von euch werden sie ohnehin bereisen, weshalb wir sie jetzt nicht nochmal explizit erwähnt haben. Und außerdem haben wir mit Absicht das Great Barrier Reef nicht erwähnt, weil es uns sehr enttäuscht hat. Wer vor mehreren Jahren beim Great Barrier Reef war, wäre wahrscheinlich nicht enttäuscht gewesen. Und wir denken einfach, dass es extrem zerstört wurde durch die ganzen Touren, die dort gemacht werden und auch durch die Umwelteinflüsse durch die letzten Jahre. Und deswegen finden wir persönlich, dass es jetzt geschont werden sollte, weil es einfach alles an Farbe und Leben verloren hat. Und natürlich gibt es noch viel, viel mehr Highlights entlang der Ostküste von Australien. Aber die wir jetzt genannt haben, das waren unsere persönlichen Highlights. Falls ihr der Meinung seid, dass noch irgendwas Wichtiges fehlt, irgendwas, was man unbedingt sehen sollte, schreibt uns das gerne unten in die Kommentare. Helft euch da auch gerne ein bisschen gegenseitig, weil ja auch viele von euch jetzt noch nach Australien fahren dieses Jahr. Guckt gerne in die Kommentare, lest euch durch, was andere geschrieben haben. Vielleicht hilft es euch ja. Und falls ihr dieses Video hilfreich fandet, würden wir uns freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und falls ihr es noch nicht getan haben solltet, wie gesagt, abonniert uns gerne kostenlos. Und falls es euch interessiert, wie man eine Menge Geld in Australien sparen kann, klickt hier gerne auf das Video. Das war's von uns. Und wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüss!